Machen wir es mal an einem Beispiel. Das hier links kennt jeder von euch. Das sind zwei Würfel. Wahrscheinlich haben alle von euch beim ersten Anblick gedacht 2 und 5. Ihr glaubt aber gar nicht, wie viel kulturelle Prägung hinter diesem einfachen Gedanken steckt. Zunächst nämlich sind das hier links nichts anderes als Punkte auf einer Fläche. Nur unser Kulturkreis hat festgelegt, dass 2 Punkte für die Zahl 2 und 5 Punkte für die Zahl 5 stehen. Was wir da gemacht haben, ist genau das, worüber ich vorher gesprochen habe, nämlich die Definition einer Variable. Also die Zuordnung von Zahlen hier auf der rechten Seite zu Ausprägungen auf der linken Seite. Jemand, der noch nie einen Würfel gesehen hat, der könnte aber was ganz anderes machen. Er könnte zum Beispiel berechnen, wie viel Prozent der roten Fläche von diesen weißen Punkten belegt sind. Im oberen Fall würde er zum Beispiel auf ungefähr 12% kommen. Im unteren Fall vielleicht auf 30%. Er würde also die Zahlen 12 und 30 zuordnen, nicht 2 und 5. Ein anderer könnte die Idee haben, die Anzahl der möglichen paarweisen Verbindungen zwischen jeweils 2 Punkten zu zählen. Im ersten Fall wäre das eine, im zweiten Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Linien. Er würde also die Zahlen 1 und 10 zuordnen. Man sieht schon, Variablen sind etwas ziemlich Beliebiges. Der Statistik ist nur wichtig, dass eine Variable ordentlich definiert wurde und dann mit ihren Zahlen endlich gerechnet werden kann. Meine Studis haben hier offenbar das erste, sagen wir, Merkproblem. Sie wissen später oft gar nicht mehr so ganz genau, was gemeint ist, wenn ich von einer Variablen rede. Das Wort gehört für die meisten einfach nicht so zu den gebräuchlichsten Worten aus dem Sprachgebrauch. Merkt euch einfach, eine Variable ist nicht mehr als die Zuordnung von Zahlen zu Merkmalsausprägung. Mathematiker und Statistiker mögen nun eigentlich keine Worte. Sowas wie Augenzahl eines Würfels ist ihnen viel zu umständlich. Sie haben sich deshalb entschieden, Variablen mit einfachen Buchstaben zu bezeichnen. Und dafür verwenden sie meistens Großbuchstaben wie X oder Y. Statt also von der Augenzahl zu sprechen, reden Statistiker dann über X. Auch für die konkreten Zahlen einer Variablen möchte der Statistiker symbolische Repräsentationen haben. Dazu verwenden wir Kleinbuchstaben. Die machen Statistiker glücklich, weil er nicht mehr schnöde über den Wert 5 sprechen muss, sondern über klein x, wobei x gleich 5 ist. Toll! Also, Großbuchstaben für die Variable, Kleinbuchstaben für ihre Zahlen, ihre Werte, ihre Realisationen. Und wenn wir nun hingehen und alle möglichen Realisationen einer Variablen zusammenklauben und in eine Menge stecken, dann heißt diese Menge Wertebereich. Andere Werte als in ihrem Wertebereich kann eine Variable nicht annehmen. Wenn ich also weiß, dass das hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, der Wertebereich einer Variablen x ist, dann weiß ich gleichzeitig, dass diese Variable x niemals den Wert 7 annehmen kann oder 0 oder minus 100. Variablen werden immer über eine mathematische Formulierung definiert. Wenn wir hier links das Merkmal Augenzahl haben und eine Variable x definieren wollen, die diese Augenzahl numerisch kodiert, dann schreiben wir das wie hier rechts angegeben. Und zwar x gleich, geschweifte Klammer auf. Und jetzt gehen wir den Inhalt dieser geschweiften Klammer mal von rechts nach links durch. Wir listen alle möglichen Ausprägungen des Merkmals auf. Diesen Ausprägungen weisen wir dann Zahlen zu und geben diesen Zahlen immer auch noch einen symbolischen Namen. Symbole machen Mathematiker glücklich und deswegen machen wir das auch. Diese symbolischen Namen, das sind die kleinen Buchstaben der Variablen mit einem sogenannten Laufindex. Das ist die kleine Zahl hier unten. Dieses Beispiel hier könnte suggerieren, dass Laufindex und die der Ausprägung zugeordnete Zahl immer gleich sind. Aber das muss nicht so sein. Die Zahlen, die wir zuweisen, die waren ja vollkommen beliebig. Statt also wie hier die Zahlen 1 bis 6 zuzuweisen, hätten wir auch 0 bis 5 nehmen können. Oder minus 100, minus 50, minus 25, minus 10, 0 und plus 400. Ganz egal. Das können wir selbst entscheiden. Egal aber, welche Zahlen wir wählen, der Laufindex des variablen Buchstaben beginnt immer bei 1. Wenn ein Statistiker also irgendwann mal mit uns über klein x2 reden möchte, dann wissen wir genau, dass er den zweiten Wert in der Variablendefinition von groß x meint. Ob dieser Wert 2 oder 1 oder minus 50 ist, spielt überhaupt keine Rolle. Wir wissen trotzdem immer, welcher Wert gemeint ist. Das Ganze, das wir hier rechts sehen, das nennt sich extensionale Variablendefinition. Schwieriges Wort. Aber die extensionale Definition, die wählen wir immer dann, wenn wir alle möglichen Ausprägungen des Merkmals mit vertretbarem Aufwand aufzählen können.
So wie eben hier die 6 Seiten eines Würfels. Was aber, wenn wir das nicht können?